Und damit hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video auf meinem Kanal. Wir schreiben das Jahr 2017. Die MRNDL sind immer noch der dominierende Doppeldecker auf Berlins Straßen. Der Solaris dominiert auf der Gelenkbusseite und ist aus der Stadt nicht wegzudenken. Und der Scania ist ein niegelnagelneuer Bus, ein Frischfleischbus, der sich erstmal noch bewähren muss. Das ist das Jahr 2017 und wir befinden uns hier heute in genau diesem Spandau von vor mittlerweile 7 Jahren in einem Solaris auf der Freeware Map Berlin 136, 236, X36, ja, so heißt die Map. Und wir fahren hier mit diesem Solaris, der damals ein absolutes Alltagsbüsschen war, fahren wir auf der Linie, die damals so existierte, und zwar dem X36 vom U-Bahnhof Haselhorst zum S- und U-Bahnhof Rathaus Spandau bzw. Spandau-Galenstraße. Die wurde dann im Zuge der Corona-Pandemie eingestellt und dann später neu wieder eingeführt, aber von Rathaus Spandau in Richtung Henningsdorf. Wir fahren hier heute in der alten Version, als der Solaris noch in Berlin unterwegs war. Und hier ist ein Solaris eben nun eingeteilt für diese Linie X36. Das heißt, wir stellen uns das direkt mal ein. 336 ist der Code, 36 Sonderzeichen. Und wir müssten auf der Route 4 müsste das sein. Schauen wir mal, ob das stimmt. Von U-Bahnhof Haselhorst genau in Richtung Rathaus Spandau. Oder laufen Sie schon nachher? Dann steigt doch mal ein. Ich bin doch noch gar nicht vorgefahren, meine Lieben. Und wir stehen hier in unserem... Oh, da ist der Kollege. Und das ist ein X36. Genau, der macht Pause. Hier sehen wir den Scania da glänzend. Da passt das Glänzen des Omsis wunderbar. Der Solaris ist langsam etwas älter. Da steigen schon die ersten Fahrgäste ein. Das flutscht ja hier richtig. Ihr seht, auch hier musste schon ein bisschen Schönheitskur gemacht werden. Die BVG fing dann irgendwann an, alle Teile, weil das ja mit dem Scania eingeführt wurde und dem VDL auch, dass man das komplett sonnengelb fährt. Das heißt, die Teile, die dann ausgetauscht wurden, die waren dann auch sonnengelb. Und so entstanden irgendwie so ein bisschen fast schon abgewrackt aussehende Solaris im Zuge der Reparaturen, die da stattgefunden haben, weil man einfach eben sonnengelb lackierte Teile anstatt der üblichen grau lackierten Teile für die unteren Bereiche des Busses eingesetzt hat. So, es ist alles bereit, dann würde ich mal sagen, lassen wir den Solaris mal aufheulen. Ja, wer erinnert sich noch an den Sound? Das ist der Solaris. So klang Berlin vor einigen Jahren noch ziemlich dominant. Und wir machen... Oh, oh, was macht ihr denn hier? Kuscheln ist nicht erlaubt. Zumindest ist das ein bisschen schmerzhaft, das Kuscheln. Und wir machen uns jetzt hier auf den Weg vom U-Bahnhof Haselhorst in Richtung S- und U-Bahnhof Rathaus Spandau. Und alles vorbereiten. Zack, Gang rein. In den Spiegel gucken. Ja. Und der Bus setzt sich in Bewegung. Ja. So war das. Das Quietschen, erinnert ihr euch? Ja, hier wie die... Das hat mich damals so fasziniert an dem Bus, diese Griffe, weil da habe ich das erste Mal gemerkt, dass der Omsi für mich extrem geil ist und auch Freeware-Busse, weil eben, ihr seht das jetzt, ich schwenke mal so ein bisschen, wie die Griffe sich einfach im Bus mitbewegen durch diese Bewegungskraft, die der Bus hat. Ja, das ist natürlich blöd, wenn du hier gerade ausfahren willst, weil ich ja nämlich hier rum will. Dann fahr mal, genau, dankeschön. Das ist einfach wirklich geil, Leute. Zack, so, jetzt fahren wir hier rum. Nehmen die Kurve ein bisschen enger. Oh, der Sound, das ist der Solaris. Hier am U-Bahnhof Haselhorst. Jetzt fahren wir hier einmal schön vor. Das Klappern, ja. Ihr steht ein bisschen weit vorne, Leute. Hier ist die Haltestelle. Ah, ja. Und im Sommer, also wir haben jetzt gerade hier 30 Grad in Berlin, ja. Also im Omsi jetzt hoch, ja. Das ist, hier sitzt du drin und hier, also hier läuft's, ja. Vor allem, das war bei dem Bus auch noch so, da hat der Fahrer, der ist mitgelaufen. Also wortwörtlich, ja. Weil die Klimaanlage dann irgendwann nicht mehr so zeitgemäß oder auch generell stark war. Dass man das gemerkt hat. Aber parallel hat man halt hier auch noch das richtige Gefühl gehabt. Mit dem schönen Dieselmotor hinten, der hier wirklich dieses richtig laute Klackern hat. X36 nach Rathaus Spandau. Das ist dann auch markant. So, jetzt die Ampel grün.
Und er hat auch, ich merke das, ich drücke gerade fast Kickdown und er hat so einen leichten Delay. Also es ist schon, der hat so seine Macken und Tücken. Das ist halt ein Bus, der vor ein paar Jahren, man kann schon sagen Jahrzehnten entwickelt wurde und wahrscheinlich auf einen guten Oldtimer zugeht, so langsam aber sicher. Ne? Wobei ich finde, bei Bussen sollte die Oldtimer-Regelung vielleicht ein bisschen anders sein, weil die im Gegensatz zum PKW nochmal bedeutend anders gebaut sind auf die Langlebigkeit. Wie kommt denn der Kollege dahin? Der hat sich ja reingemuggelt hier, wa? Hat er uns doch noch überholt. Ah ne, hier sollen wir, glaube ich, gar nicht anhalten. Nee, halten wir nicht an, nee. Ich muss erstmal wieder reinkommen, wo der X36 anhält. Aber das kriegen wir gemeinsam hin. Ich bin die Strecke natürlich vorher auch nochmal gefahren. So, was macht ihr denn jetzt hier, Leute? Ich bin der Bus. Ja, ja, ja. Und dann, du kannst doch da rechts wenigstens reinfahren und mich vorbeilassen, ja? So, guck mal und guckt euch den KI-Verkehr an. Also wir werden jetzt hier sehr viele Solaris sehen im Rahmen des Berlin-Spandauer KI-Verkehrs, so wie er damals war. Ja, hallo Kollege, was geht? Hier müssen wir ran, Stadion Haselhorst. A236er ist das, na gut. Theoretisch, und das ist der Punkt, jetzt können wir direkt mal darauf zu sprechen kommen, warum der Bus tatsächlich auch eingestellt wurde. Es soll ein Expressbus sein, ja, von U-Bahnhof Haselhorst nach Rathaus Spandau, der im Grunde wirklich aber 1:1 die Linie des 236er fährt, zwar einige Haltestellen auslässt, aber ihr merkt das schon, das ist eben nicht so effizient, weil im Endeffekt ist die Zeit, die hier eigentlich entsteht, gar nicht mal durch die Haltestellen, sondern durch die Ampeln und Kreuzungen. Das heißt, wir werden, und das kann ich euch jetzt schon mal anteasern, sehr wahrscheinlich diesen 236er nicht überholen. Obwohl das ja eigentlich der Sinn des Expressbus ist, dass wir jetzt hier durch das Haltestellen überspringen, schneller da sind am Rathaus Spandau. Aber dadurch, dass die Straßen sehr eng sind, auch wenn jetzt hier gerade mal zweispurig ist, ist das Überholen schwierig, das Anfahren schwierig. Der wird jetzt hier gleich uns reinziehen wahrscheinlich. Genau. Und dementsprechend schafft man das eigentlich nicht. Das heißt, die Zeit ändert sich nicht. Und ich denke mal, das hat auch die BVG gemerkt. Und deswegen wurde dann eben der M36 eingeführt, also der Metrobus, und der 136er umgelegt. Bedeutet, dass man dadurch einfach eine Taktverdichtung geschaffen hat und dadurch eben dem Fahrgastverkehr gerechter wurde. Das weiß ich gerade gar nicht. Müssen wir hier halten? Jetzt muss ich mal ein bisschen schummeln. Nee, müssen wir nicht, sage ich ja. Also hier in der Wasserstadt bin ich ein bisschen ahnungslos. Vielleicht schaffen wir es aber jetzt, den Kollegen wirklich gleich zu überholen. Ich fahre jetzt auch mal ein bisschen von außen, weil ihr seht, das ist jetzt schon eigentlich sehr knapp, wie ich hier stehe. Nee, das schaffen wir nicht, weil der nämlich jetzt da links rum will. Nee, der blinkt. Was blinkst denn du dann da hinten, wenn du nicht abbiegst? Ja, willkommen im Omsi. Hier ist... Und dann Freeware. Ihr seht, das ist sehr eng gebaut hier. Ja, das könnte unsere Chance sein. Da steht der Kollege. Hier ist also 136. Ja. 236, da ist ordentlich Verkehr. Also hier geht's. Oh, oh, das wird eng jetzt mit der Kurve. Ah, ja. Leute, ich muss hier kurz den Bordstein mitnehmen, sonst nehmen wir den Kollegen mit. Weil die Straße so eng ist. Also guckt euch das mal an. Das ist hier. Also hier können gerade so zwei Busse nebeneinander fahren. Aber wenn dann da eine Kurve ist, ist Schluss. Und auch wenn wir supposed sind, diesen Bus zu überholen. Jetzt müssen wir hier nämlich halten. Ja, wartest du auf uns? Nee, machst du nicht. Du bremst nur ab, du Frechdachs. Ey, lass mich doch dann auch rein. Jetzt muss ich hier so komisch an die Haltestelle mich rankämpfen. So, und du wartest schön, du PKW. Ihr seht den Spiegel ja immer nicht so richtig, glaube ich, durch meine Kamera. So. Ja, jetzt hast du den Salat. Jetzt stehen wir hier ein bisschen schiebel, ne? Und der fährt nicht mal richtig ran bis ans Haltestellenschild. Jetzt warten wir hier auf die... Das ist im Omsi tatsächlich ein Segen, dass man rauszoomen kann, weil, also Außenperspektive machen kann, weil so sehe ich, da kommen Leute angelaufen. Wenn ich jetzt im reinen Cockpit unterwegs bin, also im Fahrerarbeitsplatz, jetzt ist der Kollege ja gerade vorgefahren, aber dann sehe ich eigentlich nicht, ob da jetzt gerade Leute kommen. Das ist manchmal ein bisschen trickig für die Busfahrer, vor allem auch am Rathaus Spandau, weil die dann eben gucken müssen, wie sie das machen. Jetzt müssten wir eigentlich die Busvorfahrt kriegen hier auf dem X36, 236. Fahrerin gesucht. Ja, Leute, also das ist jetzt hier eine schöne Schleichwerbung für die BVJ. Jetzt ist unser Bus hier wieder am Stocken. Noch, ihr seht hier, noch ist unser Buszeichen auf freie Fahrt. Wir haben freie Fahrt. Wir ziehen rüber. Das hier ist immer ein Leck, weil wir jetzt nämlich über diese schöne Brücke rüberdüsen. Aber ihr seht auch, jetzt ist nämlich eng mit Straße. Jetzt ist hier nichts mit X36 überholt den 236.
Achtung, es klappert jetzt. Ja, da ist nicht viel. Wieder ein Kollege. Also das muss man dem Verkehr lassen hier. Ordentlich was los. Die Solaris, ihr seht, das ist jetzt auch in dem Verhältnis, wie es damals war. Die Scania waren frisch da. Ich glaube, fast vollständig ausgeliefert. Ja, jetzt musst du aber auch da ranfahren. Will denn jemand raus oder können wir einfach mal vorbeifahren jetzt an der Haltestelle, so frech wie wir sind? Nee, da will jemand raus. Tja. Ja, ich weiß noch, als ich klein war, als wir zur Schule gefahren sind, dass dann manchmal wirklich morgens, wenn der Bus zu voll war, dann ist der Kollege an einer, in Anführungsstrichen, unwichtigeren Haltestelle oder wo man wusste, der nächste Bus kommt in 10 Minuten oder es kommt dann noch ein alternativer Bus und keiner wollte aussteigen, dann ist der Bus da wirklich vorbeigefahren. Also, das war schon, da haben wir die immer leid getan, weil es immer die eine Haltestelle getroffen hat, weil der dann immer voll war. Das ist schon, krass. So, jetzt ist hier eine enge Kurve. Jetzt wiederholt sich. Helga, du hast dich heute ein bisschen verluffelt. Kann das sein hier? Mit deinen Haltestellen? So, genau. Jetzt dürfen wir hier auch nur 30. Der Kollege zieht auch die 40 durch. Das ist hier Realismus pur. Und dann sehen wir natürlich, also ihr seht, es leckt ein bisschen auf der Map. Wir haben hier halt sehr viele hochauflösende, was heißt hochauflösende, aber einfach detaillierte Texturen oder Objekte, die dann dementsprechend performancefressend sind. Jetzt will wieder jemand raus, überholen ist nicht möglich. Der Kollege setzt einfach mal den Blinker auf links, dabei muss er doch noch rechts an die Haltestelle ran. Ja, du bist auch nicht ganz klar heute, wa? Aber so haben wir jetzt auch mal diese Erfahrung des BVG-Busfahrers, wenn du einen Kollegen vor der Nase hast. Wir lassen den jetzt auch mal ziehen. Also hier ist es tatsächlich moralisch nicht vertretbar, die Fahrgäste aussteigen zu lassen, mitten auf der Kreuzung. Ich kenne die genauen BVG-Regelungen nicht. Also man kann das machen und dann sagt man halt Vorsicht beim Ausstieg. Aber ich denke schon, dass es oftmals wahrscheinlich auch nach dem Regelwerk oder der Richtlinie der BVG erstrebenswert ist, vor allem in der Behindertengerechtigkeit und der Barrierefreiheit an den offiziellen Haltestellen zu halten, auch wenn es in Berlin hin und wieder mal passiert, dass es zu Sonderfällen kommt. So, jetzt wollen wir hier nämlich rum. So, jetzt haben wir dem Kollegen einen Vorsprung gegeben und ihr seht, wir fahren jetzt hier, wir überspringen Haltestellen, aber wir holen ihn nicht ein, ne? Aber trotzdem auch jetzt mal nochmal zum Solaris. Es macht Spaß. Wir sind den auch im Livestream gefahren. Ich weiß nicht, ob ihr dabei wart. Also das war wirklich, zu Gast war JM-Simulation, toller YouTube-Kanal, kann ich euch nur empfehlen. Ist jetzt, glaube ich, schon 2 Wochen her, der Livestream. Oder 2,5. Vielleicht sogar 3, oh Gott. Da sind wir auch mit Solaris gefahren. Das ist echt immer spaßig. Also die Fahrphysik und die Sounds, also dieses das ist wirklich irgendwie, ich freue mich einfach. Ja? Ich freue mich einfach immer. Und bin unterwegs. Und auf dem X36 war ich tatsächlich auch schon mal unterwegs mit euch. Und da habe ich dann den anderen Bus genommen, den man fahren konnte, also den Scania. Und war dann in die andere Richtung unterwegs, vom Rathaus Spandau zur Galenstraße. Zum Haselhorst. Und das war auch noch unkommentiert. Ich verlinke es euch in der Videobeschreibung, falls ihr das jetzt auch mal unkommentiert sehen wollt. Im Fokus auf die Ansagen und den KI-Verkehr. Dann schaut euch gerne das alte Video dazu an. Aber so fahren wir jetzt hier gemeinsam in mal die andere Richtung und natürlich im Solaris. Der Bus, der jetzt hier bei unserer Bustour auch nicht fehlen kann, jetzt wo wir hier mal kommentiert alles so ein bisschen fahren. Was sind denn das für Texturfehler da eigentlich, die ich da sehe, oder ist das, wie ihr wollt? So, da ist wieder ein X36. Ist jetzt auch Stoßzeit. Wir haben jetzt hier einen Freitagnachmittag, ne? Da ist halt der X36 vor allem eigentlich auch ein Taktverstärker. Man kann es wirklich so sagen, im Sinne dessen, dass er da halt den 236er vor allem ergänzt. Und deswegen hat man sich ja auch dann entschieden, den M36er primär gegen den 236er auszutauschen und den 136er im Takt zu verdünnen und nach, ich glaube, auch S-Bahnhof Henningsdorf zu verlängern. Wobei er, glaube ich, auch so manchmal schon dahin gefahren ist. Achso, wir wollen ja hier rum, so. So, einmal abbiegen. Seht ihr, der 236er ist über alle Ecken und Kanten weg. Den holen wir so vielleicht gar nicht ein. Das heißt, wer auch immer sich... Da hinten ist er. Seht ihr das ganz in der Ferne? Wer auch immer sich den 236er gesetzt hat, ist mindestens genauso schnell, wie wir es sind. Mal ein bisschen hier...
Also eine Sache habe ich jetzt natürlich vergessen, die eigentlich zum Realismus massiv beiträgt. Die Fahrkarten verkaufen. Damals war das ja noch viel präsenter. Und damals war es auch noch bedeutend realistischer, so wie es ja im OMSI hier ist, dass man vorne beim Fahrer einsteigt und sein Ticket vorzeigt oder eins löst. Ja, das hat sich verändert und ist jetzt einfach anders geworden. Ne? Sollen wir mal gucken, ob wir jetzt ein paar Haltestellen überspringen? Ich weiß da gar nicht mehr so recht. Doch, ich glaube schon. Da ist wieder ein Kollege. Ja, der Solaris. Ich liebe ihn einfach. So, das könnte jetzt unsere Chance werden. Ich glaube, hier müssen wir nicht halten, oder? Mal gucken. Doch, müssen wir. Seht ihr? Und dann fängt das nämlich so an. Das ist übrigens auch kirschgrün gewesen. Dass man hier so... Ne, die warten dann auf den X36, aber eigentlich besteht keine wirkliche Notwendigkeit. Weil der 236 ja genauso schnell ist. Ich versuche jetzt hier auch wirklich mit dem Solaris. Wir sind natürlich ein bisschen langsamer als der Scania. Was, ihr seht das hier jetzt, die Reaktionsgeschwindigkeit des Motors und so. Ich versuche jetzt hier mein Bestes aufzuholen, aber ihr könnt gern Wetten abschließen. Jetzt ist die Chance. Wenn ihr jetzt reinschreibt, mal sehen, wer gewinnt. Aber den jetzt wirklich einzuholen, ist tricky. Hier auch nochmal ein sehr gutes Beispiel für die detaillierten Objekte, die ich meine. Das ist natürlich sehr schön. Es sieht sehr realistisch aus, aber es ist eben auch sehr performance-schluckend. Mal gucken, muss ich jetzt hier halten? Muss ich hier halten? Muss ich? Ja, muss ich. Ja, okay. Ja, ja, muss ich. Vorsicht beim Ausstieg. Nein, muss ich nicht. Muss ich nicht, Leute. Ah. Nee, sorry, ich nehme euch nicht mit, Leute. Da habt ihr euren Bus gerade verpasst. Da habt ihr euren Bus gerade verpasst. Ich darf hier gar nicht anhalten. Ich bin der X36. Ah. Ja, ihr müsst mir verzeihen, wenn so ein Bus in Real Life auch nicht mehr existiert und der auch sowieso, ich glaube, der hat nur von 2017 bis 2020 eben durchgehalten, 3 Jahre, das ist sehr wenig für einen Bus, für eine Buslinie, dann habe ich das auch nicht so wirklich im Kopf. Das ist kirschgrün, das ist kirschgrün, ja, kirschgrün. Na, als Busfahrer muss, oh, was ist denn da jetzt schon wieder für einen Bus treffen? So, mal schauen, hier müssen wir halten, ne? Ja, hier müssen wir halten. So, dann lass mich doch mal ran hier, so. Zack. Ja, ihr seht, wir sind hier echt ein bisschen... Der ist halt auch langsam an der Abfertigung der Solaris. Vor allen Dingen, das war wirklich, das weiß ich auch noch, also... Boah, Türblockaden beim Solaris, uiuiuiuiui, ja. Da haben wir jetzt eine rote Ampel. Das war durchaus auch gang und gäbe, dass man dann hier an der Tür stand und dann ging sie auf, ja, und nicht mehr zu und vor allem, wenn der Bus voll war, oh. Aber was ich trotzdem auch sagen muss, meine Meinung, ich finde im Solaris ist dieser Gelenkbereich am geilsten. Ich weiß nicht, gibt es da eine gute Perspektive, wo man das so ein bisschen sehen kann? Also hier der Bereich, diese Stange, die ist ja im C2 ein bisschen ähnlich. Das ist grün, dann fahren wir mal weiter. Mal gucken, ob ich das hier multitasking-technisch hinkriege. Jetzt hat er sich wieder verhaxt. Das fand ich extrem geil. Und dieser Dreiersitzplatz da. Ja, bestimmte Sitzplätze, die waren einfach extrem geil. Die ist ja so... Müssen wir hier halten oder nicht? Müssen wir hier halten oder nicht? Ja, müssen wir. Die ist ja so im... Ja, ist ja... So, bitteschön. Die ist ja so im C2 nicht gibt. Also diese Quersitzplätze. Das hier war einfach so geil, wenn du dich hier hingesetzt hast und hier rausgeguckt hast. Ich kann es euch gar nicht beschreiben. Ich habe es einfach geliebt. No joke. No joke. So. Dass das jetzt rot war, das haben wir nicht gesehen, ja. Jetzt hier ein bisschen Speed machen. So, wir nähern uns jetzt schon dem Rathaus Spandau und ich sag's euch, wir sind jetzt schon fast da. Wenn wir den 236 jetzt nicht haben und jetzt ist schon wieder eine rote Ampel im Beige, schaffen wir das nicht. Schaffen wir nicht. So, da müssen wir nicht an die Kirchhofstraße, aber der ist ja da schon vorbeigerauscht. Und jetzt hängen wir hier halt an dieser blöden roten Ampel.
Ja, also auf jeden Fall, die Map ist eigentlich echt empfehlenswert. Ich weiß gar nicht, ich muss mal gucken. Wenn ich sie finde, zum Download, dann packe ich sie euch natürlich, jetzt haben wir wieder den Stock, dann packe ich sie euch natürlich in die Videobeschreibung zum Download, dass ihr die fahren könnt. Tut mir leid, ich bin der Expressbus, kommt ja in 2 Minuten schon wieder der nächste. So, dass ihr sie natürlich fahren könnt. Und den Solaris, den packe ich natürlich auch mit rein. Ist ein schöner, dankbarer Bus. Vor allen Dingen, da gibt es auch gut Repaints zu. Ne, wir fahren jetzt hier mit 4359, 4359. Hier können wir jetzt auch mal vorbeiziehen. Jetzt überholen wir den 236er. Wir haben ein ganzes Video gebraucht, um als Expressbus, ja, den vor uns herfahrenden langsamen Bus zu überholen. Oh! Oi, Leute, was ist das hier? Ich habe nur ganz kurz gelenkt. Ich musste hier dem Kollegen aus dem Kirschgrün. Egal wie sehr du schwenkst, die Kirschgrünregel. Nee, also Leute, das ist ja jetzt hier. Also sorry, liebe Fahrgäste. Ist alles in Ordnung. Alles in Ordnung. Der Busfahrer hat alles unter Kontrolle. Oh. Seht ihr, das ist doch altgut. Also ihr habt nichts gesehen. Da ist nichts passiert. Das ist tatsächlich Gelenk, Bus. Also ich habe jetzt wirklich, ich war jetzt in der Geschwindigkeit, ich habe aber kein Gas gegeben. Und da war ja der hier, der war vor uns. Und da habe ich halt rechts rüber, ne, um ausweichen zu wollen. Und zack, waren wir auf der Grünfläche. Da würde mich auch mal extrem interessieren, ob das in echt auch so sich verhält mit der Fahrphysik. Dass man dann so schnell auf der Grünfläche drauf ist. Wisst ihr, was ich meine? Aber da kommt man dann irgendwie nicht mehr raus. Das könnte so ein Omsi-Ding sein, weil ich mir es eigentlich nicht so enorm vorstellen kann in Real Life. Aber, haben wir Moritzstraße drin als Haltestelle? Kein Kühlwasser. Ja, Leute, ich will wissen, welche Haltestelle wir liegen. Nee, wir fahren. Wir halten Moritzstraße nicht. Sorry, Leute, wir halten Moritzstraße nicht. Wir sind supposed to be driving. Sorry, dass jetzt hier in Englisch so ein bisschen kommt. Berlin halt. So, wir haben ja unsere Busspur. Wir sind der Expressbus und hier jetzt einmal ganz kurz der Eindruck: Rathaus Spandau. Auf dieser Freeware-Map ist das beste Rathaus und modernste Rathaus Spandau, was ihr im Omsi finden könnt. Also guckt euch das mal ganz genau an, wie detailliert das hier gebaut ist. Das fängt an beim Zaun in der Mitte, aber auch jetzt gleich, wenn wir hier am Kollegen mal vorbeikommen. Ja, ist natürlich alles schön realistisch, wie die sich hier stauen. Guckt euch mal die Fahrradständer hier schon an, ja? Da hier die Fahrradständer, den U-Bahnhof. Ja, willst du mir jetzt hier alle blockieren? Ich muss da vorne ran. Jetzt müssen wir hier warten, aber dann kann ich es euch mal kurz zeigen. Hier auch die gelben Linien, die waren damals 2017 so in. Ja, auch der Bahnhof, gut, der sieht ein bisschen schäbig aus. Aber ansonsten hier vor allem das Pflaster ist. Also, wenn man hier steht, man hat wirklich das Gefühl mit dem Imbiss und das ist wirklich das moderne Rathaus Spandau. Nicht dieses Omsi 2 1990 Rathaus Spandau, sondern wirklich dieses moderne Rathaus Spandau und das finde ich schon gut. So, jetzt ist er vorgefahren, jetzt können wir hier unsere Endhaltestelle auch vernünftig machen. So. Einmal S und U-Bahnhof Rathaus Spandau, Endhaltestelle, aussteigen bitte. Und das ist ganz gut, dass die Busse dann halt hier enden, weil so können jetzt die Leute, wenn sie dann nicht sofort despawnen würden, hier raus und direkt zur U7 oder alternativ, das ist auch, glaube ich, also no joke, ich würde wetten, das hier ist die meistbenutzte Ampel in Spandau. Danach kommt die hier, ja? Also die Leute, die von dem Bus oder von der S-Bahn oder U-Bahn hier rüber und dann in die S9, S3 oder eben die jetzt hier mit den Kollegen hier drüben ankommen, hier rüber und darüber. Diese Ampeln sind die höchst frequentierten Ampeln in Spandau. Also hier diese Menschenmassen, die sich bewegen. Boah, Leute, sage ich euch, das kann ich auch aus Erfahrung sprechen. Das ist was heftig, ja. So, jetzt fahren wir hier ab aus Rathaus Spandau. Da kommt unser 236er an. Der fährt jetzt natürlich noch weiter. Wir fahren jetzt hier rum, denn wir haben es geschafft. So, einmal hier schön sexy die Kurve mitnehmen. So, und da haben wir es geschafft. Wir fahren jetzt auf unsere Pause zu. Der 237er gönnt sich. Wir gönnen uns. S- und U-Bahnhof Rathaus Spandau. Genau, jetzt sind wir in Richtung Galenstraße unterwegs. Wir fahren mal hier auf der Seite. Ja, können wir noch mal ein bisschen den Solaris hier genießen, in Leer, im Sound. Ist schon sehr angenehm. Ne, vor allem auch jetzt hier seht ihr gleich.
Die Umsetzung von der Galenstraße ist auch sehr gelungen, finde ich. So, und jetzt geht es hier nämlich so rum. Zack, einmal ausholen. So. Wir sind angekommen an unserer Betriebshaltestelle, an unserer Endhaltestelle. Es klappert ein bisschen. Jetzt leckt es natürlich, weil wir jetzt wieder aufs Rathaus Spandau gucken. Ist aber völlig normal. Und hier fährt man schön nah ran. X33, den kennen wir. Hier steht nämlich auch ein 136. Das ist heute nämlich auch ähnlich heutzutage. Zack. Wir sind da. Motor aus. Wunderbar. Tür auf. Und da stehen wir als X36 hier mit denen. Das finde ich auch echt schön. Das ist wirklich, so sieht es heutzutage auch noch aus. Und hier stehen dann die Busse, also X33, ne, nach Wilhelmsruher Damm und 136er nach S-Bahnhof Henningsdorf. X36, glaube ich, auch nach S-Bahnhof Henningsdorf in den Stoßzeiten. Und mit dem KI-Verkehr, also ist doch alles schön, oder? Also, das ist, so war's. Das ist die Vergangenheit. Und heute haben wir uns mal die Vergangenheit angeguckt. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit mir hier. Wieder viel gequatscht und habe euch lange noch nicht alles erzählt, was ich über Spandau weiß oder was mir da in den Kopf kommt. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch bitte unbedingt ein Like da, ja? Wenn ihr nichts verpassen wollt, auch in Zukunft, gerne auch ein Abo, da freue ich mich. Und wenn ihr Feedback habt, dann auch einen Kommentar, ja? Also hier, Fernbahnhof Spandau, Spandau-Arkaden. Vielen Dank fürs Zuschauen, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.